Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zwar zu einem ganz neuen Format, denn heute gibt es mal ein Mix-Haul. Das heißt, ich zeige euch so ein bisschen was, was ich so gekauft habe, nicht bei DM heute, sondern überall anders, beziehungsweise auch zugeschickt bekommen habe und das ist eine ganze Menge Beauty, also macht euch gefasst, ich weiß, ihr liebt sowas. Es wird aber auch beim DM-Haul kommen, sollte der schon online sein, verlinke ich euch den hier, aber jetzt geht's erstmal hier los und das ist so krass, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber starten wir mal mit was richtig Coolem. Und zwar habe ich hier so Pinselsets. Moment, ich muss das mal kurz sortieren, so ein bisschen, damit ich euch das so ein bisschen nach Marken hier einteilen kann. Und zwar geht's los hier. Kennt ihr Lab2B? Das gibt es bei Rossmann zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, online könnt ihr das bestimmt auch bestellen. Und zwar habe ich da zwei so coole Pinselsets. Einmal so ein, ich würde sagen, ein Augenbrauen- bzw. Lidschatten-Pinselset. So sieht das aus. Ich muss immer ein bisschen mit meinem Fokus gucken, das dauert so ein bisschen im Moment. Richtig cool. Da sind so verschiedenste Stärken mit bei. Und ich würde sagen, ich will das in meinem Sleek-Video testen. Ich zeige euch das nur. Also es wird ein reiner Haul. Die Qualität werdet ihr dann sehen im Sleek-Video. Falls auch das schon online ist, verlinke ich euch das hier wie immer. Aber ich habe auch noch so ein komplettes Face-Set dazu. Und da ist so ein, ein Rouge-Pinsel bzw. Konturpinsel drin. Ein Make-up-Pinsel, so ein flacher. Finde ich sehr interessant, weil ich eigentlich immer mit Beauty-Blender arbeite. Aber auch da ist zum Beispiel wieder so ein Lidschattenpinsel mit drin. Ich bin echt sehr gespannt. Und dann aber auch noch das passende Make-up-Ei dazu. Und wie das so performt, werdet ihr dann, wie gesagt, im Video sehen. Sehr interessant. Dann habe ich hier ein paar Neutrogena-Produkte. Die kriegt ihr tatsächlich im Moment schon bei DM. Und zwar ist das diese ganz neue Serie Skin Detox. Ich zeige euch einfach mal alles. Das ist einmal eine 2-in-1 Feuchtigkeitscreme. Ich finde die super, muss ich sagen. Dann hier, das ist mir leider ausgelaufen, deswegen habe ich da so einen Teaser drauf geklebt. Ein so Neutrogena Micellenwasser. Sehr groß übrigens, finde ich, oder? Also finde ich schon krass. So große Größen habe ich echt selten gesehen. Und die sehen sich sehr ähnlich, sind sie aber nicht, denn wir haben einmal ein hautbildverfeinerndes Peeling. Und wir haben aber auch, was ich sehr interessant finde, ist eine 2-in-1 Reinigung und Maske in einem. So sieht das aus. Da bin ich echt super gespannt. Ihr habt euch auf Instagram einen Test dazu gewünscht. Ich überlege, ob ich das noch hinbekomme. Ich schaue mal. Wenn ja, dann werde ich euch auf jeden Fall auf Instagram berichten. Ich hoffe, ihr folgt mir alle. Ansonsten auch da hat sich Testy Tasty. So, dann machen wir mal mit was anderem weiter, bevor ich hier mit meinem Heidi Haul weitermache. Ach so, das habe ich noch in meiner My Little Box übrigens gehabt. Und zwar finde ich das auch mega cool, weil ich da immer zu geizig zu war. Ein Real Techniques Schwamm. Mit so einer, Baking-Seite, die man halt ganz cool für Baking-Powder nehmen kann, um so eine gerade Kontur zu kriegen, finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen. Ich habe mir sonst immer diese günstigen von Ebelin oder so geholt und deswegen finde ich das sehr gut. Ich würde sagen, machen hier nochmal kurz weiter, denn ich glaube, euch ist mein etwas dezentes, nicht so dezentes Make-up heute aufgefallen. Und zwar ist es von WeMakeUp. Ich weiß nicht, wer es kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und zwar ist das so ein mega geiler Liquid Lipstick in Türkis. Das ist die Nummer 88. Der ist der Hammer, Leute, oder? Richtig krass, wenn man wirklich auf was Auffälliges steht, ist der schon schön. Müsst ihr zugeben. Das wirkt ein bisschen extra, aber naja. Jedenfalls tatsächlich für diese gute Qualität sogar echt klar, muss ich sagen. Und dann habe ich mir da selbst so eine Palette zusammengestellt. Das war mega gut. Ihr könnt echt eure ganzen, ob ihr Schimmertöne, ob ihr matte Töne haben wollt, Duochromes. Und dann eure passenden Farben könnt ihr aussuchen und euch dann eine komplett eigene Palette. Also echt jedes Fändchen könnt ihr euch selber zusammenstellen. Das hat so Spaß gemacht. Richtig geil. Ich verlinke euch alle Firmen, insofern es geht, alle unten in der Infobox. Dann habe ich hier noch was Kleines zugeschickt bekommen von M1. Ich weiß nicht, wer es kennt. Dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Wie gesagt, Infokarten findet ihr immer, sollten die schon fertig sein. Einmal so Lip Booster. Ich sage da jetzt auch noch gar nichts zu, wie ich die Sachen so finde. Dann ein Snail Secret Serum und einen so ein Eyelash Growth Serum halt einfach, um die Wimpern halt wachsen zu lassen. Sowas wollte ich immer schon probieren. Ich hatte bisher nur so ein günstiges von Valea mal probiert und das war grottig, Leute, sag ich euch. So, jetzt kommen wir zu meiner lieben Heidi und da findet ihr hier so ein ganzes Körbchen voll mit Make-up. Die liebe Heidi hat hier einen Shop, also
Und das ist immer sehr interessant bei ihr. Wenn ihr zum Beispiel so ein Lieblingsprodukt habt, was ihr einfach nirgendwo mehr findet, ihr findet es bei Heidi, glaube ich, garantiert. Ich verlinke euch ihren Shop auf jeden Fall hier unten in der Infobox, da könnt ihr reinschauen. Ja, und sonst ist sie auch immer sehr bemüht, überhaupt irgendwas noch zu finden. Und sie kauft zum Beispiel auch Limited Editions auf. Das heißt, wenn ihr da keine Chance gehabt habt, das zu bekommen, bei Heidi findet ihr immer was. Zum Beispiel hier diese Limited Edition, die war ja mega beliebt bei euch, bei allen. Und zwar waren das diese Essence, wie heißen die? Magnetic Lashes. Und da hat sie mir echt richtig viele zugeschickt. So sehen die aus, schön bunt. Und zwar einmal hier so eine Curvy Lash. Dann haben wir, okay, ich glaube, das war zu weit weg. Curvy Lash haben wir. Wir haben Drama Lashes. Dann haben wir Cat Eye Lashes. Okay, sie hat gar nicht übertrieben. Und wir haben Glitter Lashes. So sehen die aus. Achso, hier haben wir noch ein paar Lashes. Und zwar Glamour. Also sie hat mir echt von allen Sorten was eingepackt. Dann noch so eine kleine Storage Box. Total süß. Da kann man die so drin aufbewahren halt, weil die direkt magnetisch sind, damit man auch keine verliert, weil man braucht ja wirklich immer das Ober- und Unterteil von solchen Produkten. Dann hat sie mir aber auch noch, habe ich gesehen, hier so ein Augenbrauenkamm aus dieser Edition mitgeschickt. Und irgendwas habe ich auch noch gesehen, genau, so eine Wimpern, so ein Lash-Applikator. Da habe ich tatsächlich schon einen, das wird auch wieder in meine Verlosungsbox wandern. Denn im Sleek-Video könnt ihr mal wieder was gewinnen. Ich weiß, ihr freut euch darüber und ich kann auch nicht so viel Make-up hier aufbewahren. Es platzt aus allen Nähten. Deswegen denke ich mir mal, gebe ich euch gerne was zurück. Womit starten wir? Sollen wir mit Eyeshadow-Paletten starten, weil davon sind eine ganze Menge mit drin. Und zwar einmal diese Limited Edition Eye Divine von Sleek. Diamond Decade heißt sie. Wie schön ist die bitte? Und diese Sleek-Paletten, wer sie kennt, also das kriegt ihr zum Beispiel alles auch bei Müller. Außer jetzt halt diese ganzen Limited Editions und so, die ihr halt nicht mehr bei Müller bekommt. Die sind halt immer so ein bisschen extra. Die sind halt wirklich so ein bisschen auf Make-up-Artist gemacht, ne, muss man echt sagen. Und die haben halt immer irgendwie so ganz andere Töne. Guckt euch jetzt diese Palette mal zum Beispiel an. Also sowas habe ich bei einer anderen Marke tatsächlich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Alles so grau, Schimmer, Schwarz, Anthrazit, dann, und dann dieses knallige Pink dazu einfach. What's that? Aber das gibt es bestimmt mit ganz coolen Looks. Was haben wir als nächstes an Eyeshadow? Hier diese Stonework Palette, fand ich auch sehr interessant, wer es halt natürlich mag. Da habt ihr so eine, ja auch wieder so eine etwas kleinere Palette diesmal. Und da sind halt alles so, ja auch Cremefarben drin. Das finde ich sehr interessant, wenn man die halt auch echt super als Primer nutzen kann. So sieht das aus. So rosé, ein bisschen, ja wirklich Steinfarben, so ein hellblau und so, das finde ich super interessant. Sehr, sehr schöne Palette, wie ich finde. Ihr müsst mir gleich unbedingt schreiben, welche euch am besten gefallen hat von den ganzen Paletten. Dann haben wir hier Into the Night, auch sehr, sehr spannend, wie ich finde. Alles halt nochmal so ein bisschen extra verpackt, wer das nicht mag, ist bei Sleek, glaube ich, falsch, aber ich bin halt Packaging-Opfer und dann finde ich das sehr cool. Das ist halt wirklich so eine reine Smoky-Eye-Palette, ne? Also wirklich, ups, da ist der Pinsel geflogen. Wirklich alles so für ein richtiges Smoky-Eye mit drin, von Base über Glitter und ja, Cream und Powder-Eyeshadows, alles mit drin, was ihr so, was euer Make-up-Herz begehrt, würde ich mal sagen. Aber wir haben hier tatsächlich noch eine Palette. Und zwar ist die Eye Divine Mineral Based Eyeshadows. Und die finde ich persönlich am allerinteressantesten. Und die habe ich tatsächlich auch schon mal aufgemacht. Die ist so schön, Leute. Wenn ihr die noch bei Heidi kriegen könnt, ihr müsst euch die holen. Also ich habe selten so eine schöne Palette gesehen, weil die einfach so, keine Ahnung, das sind so besondere Töne, aber nicht zu knallig, sondern alltagstäglich dabei. Meist sind die dann immer zu krass. Seht ihr, was ich meine? Also die sind schon echt mega schön, finde ich. Oh, gerade dieses Lila hier, das hat es mir irgendwie angetan. Dieses Rosenholz und das Gold. Also für mich persönlich so hiervon auf jeden Fall meine Lieblingspalette. So, was machen wir als nächstes? Machen wir als nächstes so eine Blush- und Highlighter-Paletten habe ich hier auch noch. Ich glaube, das interessiert euch immer sehr. Da haben wir einmal die Blush by Sri Palette. So sieht die aus.
Sehr interessante Farben mal wieder. Also ich finde, die haben so ein bisschen extra Farben alle gewählt hier bei Sleek. Und zwar ist es so ein krasses, ja, so ein orangefarbener Ton, so ein, ja, Aprikot Peach. Also es geht halt so eine, ich glaube, das ist schon eine sehr warme Palette. Also wenn man so einen warmen Hauttyp hat, für denjenigen ist es, glaube ich, schon eher was. Ich bin ja immer sehr kühl. Ich bin sehr kühl. Cold ist alles. Nein, ich weiß, es kommt Trio-Palme einfach nur so. Dann haben wir hier eine Highlighting-Palette. Auch sehr interessant. Ich finde es cool, dass es nie genauso drauf gedruckt ist auf dem Packaging, wie es drin. Oh, wie schön ist die denn? Oh mein Gott. Das ist so Rosé-Gold. Geil. Geil. Und innen drin ist sie nicht weniger spektakulär. Ich habe einmal kurz den Pinsel rausgenommen, weil der fliegt mir gleich sonst wieder hier um die Ohren. Oh, guckt euch die an, wie schön die ist. Oh mein Gott, ich habe selten so eine schöne Highlighter-Palette gesehen. Oh, ist die schön. Oh, ich weiß gar nicht, ob das so hoch rauskommt. Aber hier, der hat zum Beispiel auch noch so einen goldenen Schimmer mit drin. So ein bisschen ein Duo. Wow, die ist mega schön. Oh, richtig toll. Ich glaube, das ist... wird ein Favorite von mir. Hammer. So, was haben wir als nächstes? Ach, da ist auch noch eine Palette. Eine Corrector and Conceal Palette. Gucken wir uns das Schätzchen doch mal an, was wir da so drin haben. Wir haben da drin... Ah ja, okay, wir haben eine Schimmer. Eine Concealer Base. Wir haben aber auch so ein Puder und wir haben einen Corrector, so ein bisschen rosefarben auf dieser Seite. Laura, immer alles spiegelverkehrt hier, ne? Das vergesse ich irgendwie jedes Mal, wenn ich hier mit der Kamera filme. Und dann haben wir aber auch noch hier so, das ist dasselbe. Ein Cream to Powder Foundation. Sehr interessant. So sieht das aus. Das ist das Packaging. Auch wieder sehr, sehr schön. Und unten ist tatsächlich noch so ein Schwämmchen drin versteckt. Sowas mag ich ja immer sehr gerne. Davon habe ich zwei. Dann haben wir hier noch so eine kleine ist das eine Palette? Ne, das ist ein normales Blush. Ein Blush und zwar auch wieder mit Spiegel, also das Packaging ist echt hochwertig. Meint man das schon fast als Bronzer verwenden könnte, wenn man so hell ist wie ich? Das werde ich testen, auf jeden Fall. So, was haben wir denn als nächstes? Ein Control Shine and Prime. Das scheint mir ein Primer zu sein. Ja, oh, der ist aber klein, finde ich. Also der ist echt winzig für einen Primer, aber cool to go, also zum Mitnehmen einfach. Wo ist der Fokus? Also ganz mit meinem neuen Objektiv komme ich noch nicht klar. Also falls das mal irgendwo fehlen sollte, der Fokus, ne? Ihr wisst Bescheid. Dann haben wir hier aber noch einen Blush und das ist crazy, Leute. Das ist das Pixie Pink. Achso, das andere hieß übrigens Sweet. Okay, haltet euch fest, wie krass ist dieses Blush. Ultra Pink, mega, aber ich mag sowas. Ich habe so ein ähnliches von Kiko, das ist auch richtig geil. Dann habe ich hier zwei so coole Berkis Illuminator, einmal Casablanca, einmal Monaco zugeschickt bekommen. Und die könnt ihr halt wirklich so unter eurer Foundation tragen und habt halt einfach so ein bisschen Glow darunter, finde ich mega gut. Aber hier ist auch noch so ein Strobing Highlighter, Strobe Dome nennt er sich. Und der ist wirklich so liquid, mega geil, guck mal, habe ich auch schon getestet. Der ist so richtig krass einfach. Also manchmal finde ich tatsächlich Highlighter besser, die so eine cremige Textur haben, weil die manchmal so ein bisschen mehr Wumms einfach haben. Dann habe ich hier aber noch so eine CC-Cream, also so eine Art Make-up mit Creme, also so eine pflegende Creme-Make-up-Gedönsmischung, sag ich mal so. Dann haben wir hier einen Mascara, Full Fat Lash Mascara. Der wird auf jeden Fall getestet. Und was haben wir hier noch Langes? Okay, das scheint mir so ein Braungel zu sein. Und da ist dann aber noch ein goldener Applikator, weil im Prinzip wahrscheinlich für unter der Augenbraue. Ist leider schwarz. Ich glaube, die Heidi hat sich vergriffen oder sie hatte gerade nichts anderes für mich. Aber nicht schlimm, wir testen es trotzdem. Was haben wir denn hier? Luminaire Highlighting Concealer. Auch der wird getestet. Das scheint ein Stift zu sein. Rein, was da so los ist. Ja, das ist halt so ein Stift, ne? Dann haben wir als nächstes eine Menge Lippenstifter. Ich zeige euch erstmal diese kleinen, weil ich die mega cool fand. Und zwar sind das True Color Lipsticks.
So, und zwar in 4 so Farben. Das sind so Mini-Lipsticks. Wie geil sind die dann bitte zum Mitnehmen? Hammer! Und auch so coole Farben wieder. Dann haben wir hier so Candy Tint Balms. Also so im Prinzip gefärbte Lippenpflegestifte. Einmal in so einem Peach, einmal in so einem Rosa. Und jetzt kommt's, Leute. Die sind auch mega. Und zwar sind das die Matte Me. Und zwar gibt es aber diese Matte Me's auch als Metallic. Das ist echt der Hammer. Ich muss jetzt irgendwie gerade an meinen Lippenstift denken, den ich schon drauf habe. Denn hier ist einfach so ein Fliederfarben dabei. Wie cool ist das bitte? Das sind so die Farben, die ich jetzt hier habe. Ah, da ist der Fokus. Richtig geil. Also das ist natürlich wieder so eine Farbe für mich, die so ein bisschen extra ist, ne? Dann habe ich aber auch noch die Lip Shots von Sleek bekommen. Und auch die sind halt richtig cool. Ich glaube, ihr könnt erraten, welches meine Lieblingsfarbe ist. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Was meint ihr? Worauf stehe ich hier bei diesen Farben? Okay, wir haben einmal hier so ein Lila, wir haben so Brauntöne und natürlich haben wir auch ein Pink. Und dann haben wir hier aber auch noch so ein paar, Verzeihung, ein paar Lip Pencils bzw. Augenpencils, weil da steht jetzt nichts, die heißen nur Olala Liner. Ich vermute, dass man die einfach für beides nutzen kann. Beziehungsweise werde ich sie für beides nutzen. Was haben wir hier für Farben? Ich zeige euch erstmal hier so diese etwas neutraleren Farben. Das ist einmal hier so ein cooles Lila und so ein Rosenholz. Kann man ja immer echt ganz gut gebrauchen. Dann haben wir aber hier auch noch 3 richtig coole Farben. Und zwar ein Orange und ein Weiß. Das fände ich zum Beispiel cool für die Augeninnenlinie, für die Wasserlinie. Und dann haben wir aber hier noch so ein bisschen dunkleres Braunrot, würde ich sagen. So, das war's, liebe Leute, von meinem Mischmasch-Haul hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr öfter Bock auf sowas habt, zeige ich euch das natürlich gerne öfter. Von daher auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben da lassen und mir in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat, damit ich das auch weiß und euer Feedback habe. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr in diese 2 neuen Videos reinschaut und mir ein Abo da lasst, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet meines Kanals. Ansonsten freue ich mich bis aufs nächste Video. Ich freue mich aufs nächste Video. So, ich sage Tschüss und bis dahin, eure Laura.